Shalom Aleichem, guten Morgen. Wir lernen Sefer Musar Pele Yoetz von Rabbi Eliezer Papo. Heute lernen wir den Begriff Nes. Nes bedeutet Wunder über die Natur. Nes, Nes Gadol, große Wunder. Unsere weisen seligen Andenken haben uns gewarnt, ein Mensch soll sich nicht verlassen auf dem Wunder. Vielleicht bekommt er keine Wunder. Also ein Mensch ist krank und er geht nicht zum Doktor und er sagt, psch, Hashem wird machen ein Wunder. Macht Schlocke. Du wirst nicht kriegen eine Wunder. Man verlässt nicht auf dem Wunder. Der Doktor hat ihm gegeben ein Rezept. Er nimmt nicht. Warum? Ich verlasse mich auf eine Wunder. Sagen unsere Weisen, wenn einer verlässt sich auf dem Wunder, bekommt er keine Wunder. Und wenn er bekommt eine Wunder, es wird von seinem Verdienst abgezogen. Es reicht uns die Wunder, die Hashem, heiliger gelobt sei er, mit seiner Barmherzigkeit und seiner Güte, jeden Moment, jede Sekunde uns schenkt, unser Leben. Wir sind ein Volk, wie eine Schäferle, zwischen 70 Wolfen. Und ohne Hashem, der uns Leben gibt und schützt, sie hätten uns schon längst alle aufgegessen. Gib doch zu, guck mal dieses Land, wo ich wohne jetzt als Schäferle. Guck mal, wie viele Wolfen sind drum uns. Wenn sie noch wollen, ab! Shabbat Shalom. Also wer schützt uns? Armee? Wer? Die Mädels, die gucken auf die Computer. Hashem schützt uns, so wie es steht geschrieben. Lule Hashem shaya lanu, azai chaim belaunu. Wenn nicht Hashem, der wir haben, sie werden uns lebendig schon eingeschlinken. Und sagen unsere weisen, seligen Andenken über den Pasuk in Psalmen 136, Hosea niflaot gdolot lovado, Hashem macht große Wunder alleine. Ein Mensch weiß nicht alleine manchmal, welche Wunder es ist ihm passiert. Dass er ist nicht angesteckt, dass er ist nicht in einem Unfall, dass er ist nicht in einem Probleme. Und man sieht viele Leute, sie leiden von großen Krankheiten und Schmerzen. Und wenn sie bekommen eine Wunder und sie werden gerettet, oh, dann kommen sie und danken Hashem. Womit ist die Sache zu vergleichen? Es ist gekommen einmal einer in die Synagoge und er hat gebracht Orangensaft und Rogelach. Hat man gefragt, was ist passiert? Sagt er, gestern war einer hier und er hat das gebracht, weil er wurde gerettet von dem Unfall. Es ist gegangen auf die Straße und ein Auto ist über ihn gefahren. Und er ist geblieben am Leben und er hat gebracht zu der Synagoge Orangensaft und Rogelach. Ich bin heute auch gegangen und kein Auto ist über mich gefahren. Und deshalb bringe ich auch eine Rogelach und Saft. Versteht ihr, was ich meine? Also, es muss nicht was passieren, um sich zu bedanken für die Wunder. Die Wunder an sich, die man lebt jeden Tag und nichts passiert, ein größeres, ein größeres Wunder. Und wenn, umso mehr, wenn ein Mensch hat Gutes, das Hashem gibt uns Gesundheit, Ruhe, Schäket, dass du hast keinen beschugenen Nachbar, der dir klappt auf den Kopf. Das ist schon alles. Stell mal vor, einer hat über ihm einen Nachbar, der hat gekauft Schlagzeug. Oder der spielt Trombon. Weißt du, was ist Trombon? Das ist auch. Aber es gibt solche Größen von der Parade. Mit so einer. Ich weiß, Tumba. Stell mal vor, du hast einen Nachbar, der spielt Tumba. Ganzen Tag hast du Tumba-Laleika. Also, was für ein Leben. Oder einer, der hackt dir den ganzen Tag mit so einem Bagger neben ihm. Dann kriegst du schon einen Kopfschmerz. Warum? Weil er will vergrößern seinen Balkon. Schon 7 Jahre will er vergrößern den Balkon. Also sei froh, dass du hast keine Zorres bei dir oder Leute, die schreien und so weiter. Und soll man sich bedanken? Und es ist immer eine Frage von Perspektive. Wir hatten Gäste letzte Schabbes. Und sie haben erzählt, dass sie haben eine Nachbarin über sie, unter sie. Und sie ist einmal gekommen und sie hat gefragt, ist bei euch alles gut? Sie haben gesagt, ja, warum?
Sie sagt, ich höre nicht mehr die Kinder toben auf dem. Und es fehlt mir. Es hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben vom Leben. Und jetzt fühle ich mich so leer und guck mal, einer freut sich, dass man hackt immer auf den Kopf mit Kindern. Und für einen ist Krach. Versteht ihr, jeder. Und ein Mensch soll sich bedanken. Und auf jeden Atem, den ein Mensch kann alleine atmen, soll er sich freuen. Wenn man sieht Leute, die gehen mit so eine Dose von Sauerstoff auf dem Rücken. Und du, mit deiner eigenen Nase, kannst du atmen und du bist glücklich und du kannst bewegen deine Hand. Ich sage euch, vor einer Woche bin ich gegangen auf dem Fuß. Ich sagte, Hashem, danke, dass ich gehen kann. Danke, Mama, steh da. Danke, es hat mir so weh getan, ich konnte nicht gehen. Warum soll man nicht schätzen von vorne, sagt er. Und ein Mensch soll schätzen, Hashem, von allen Passierungen, die ihm passiert. Weil wir haben nicht so viel Verdienst, Hashem soll uns schützen. Aber wenn ein Mensch sucht ein Wunder, soll er wissen, er ist kein Gläubiger an Hashem. Und er tauscht ein Diamant auf Stein. Und das ist ein gewisser Selbstmord, wenn er geht zu einem Gefahrort. Er zerstößt den Pasuk in die Tora, ihr sollt eure Seele bewahren. Ein Mensch steht geschrieben, nicht baden. Der sagt, nö, Schabbes, ich muss gehen in die Mikwe. Hashem wird schon machen eine Wunder. Nein, Hashem wird nicht machen eine Wunder. Der Meer wird dir schleppen, dann machst du Mikwe in den Himmel. Also, du wirst sterben. Und wenn ein Mensch hat das gemacht, soll er wissen, der hat keine Mitzwe. Er hat gemacht eine Sünde. Das ist so wie zu tauchen in die Mikwe mit einer toten Maus in der Hand. Also, wenn einer tut etwas gegen Hashems Sicherheit, er ist gegen Gott. Und soll ein Mensch soll versuchen, nicht gehen unter Geroste oder eine zerbrochene Brücke oder tun Sachen, die gefährlich sind. Sollen nicht mal die Risiko nehmen, weil Hashem wird ihn bestrafen. Also, Zusammenfassung, Wunder nicht verlassen auf dem Wunder. Wunder ist schon das Leben an sich. Gesund, Pranose, Naches, ich hab was zu essen, ich hab kalte Soda, ich habe ein Dach über dem Kopf, niemand hackt mir auf dem Dach, der Nachbar macht nicht mit dem Bagger, niemand schreit, man schießt nicht draußen mit Bomben, guck mal, Ukraine, Gaza, Ashkelon, also Leute leben die ganze Zeit in eine, und du lebst in dein Haus, und über was jammerst du, dass du hast nicht mehr, dass du hast keine Mayonnaise, kauf neue Mayonnaise, also das ist nicht ein Grund, sich zu ärgern. Verstanden? Bleib alle gesund.